Ich darf um Ruhe bitten. Herzlich willkommen zur vorletzten Vorlesung Business Process Engineering im Wintersemester 22/23. Ich bin immer noch Andreas Schaaf. Es wird jetzt heute um die Themen Go Live, Hypercare und Wartung gehen. Und bevor wir das machen, habe ich noch ein ganz kleines bisschen Feedback zur Hausaufgabe 11. Ein paar Sachen, die tatsächlich ziemlich häufig aufgetreten sind und wo ich einfach noch mal ein paar Worte verlieren wollte. Danach, wie gesagt, Go Live, Hypercare Support, einen relativ großen Block wird das Change Management einnehmen. Das ist naturgemäß so, weil das im Unternehmen auch ziemlich wichtig ist. Wenn man das nicht macht, dann kann man noch so ein tolles Produkt erstellen oder noch so ein tolles Feature releasen. Kommt das einfach am Ende nicht bei den Usern an. Und ganz am Ende haben wir noch so einen Punkt, End-User-Schulung. So. Ich habe so ein paar Punkte, Feedback, Hausaufgabe 11. Zum einen, was Allgemeines zu Git. Wir hatten ja jetzt so dieses Szenario, dass ihr quasi zwei Git-Repositories hattet. Und zwar quasi einmal so euer eigenes, ja, wo ihr quasi auch die Hausaufgabe einchecken solltet und auf dem ihr ja auch schon Aufgabe 8 und 9 war es, glaube ich, bearbeitet habt. Und dann haben wir euch ja, weil wir so wahnsinnig nett sind, quasi einen funktionierenden Server inklusive Frontend zur Verfügung gestellt in einem anderen Git-Repository, wo ihr nur Lesezugriff drauf hattet. So, das hat auch den einen oder anderen vor mittelgroße Probleme gestellt, deren Grund wahrscheinlich ist, dass euch einfach so ein kleines bisschen grundlegende Git-Kenntnisse fehlen. Die Vorlesung hier hat jetzt auch nicht den Anspruch, euch irgendwie Git-Kenntnisse großartig zu vermitteln. Insofern haben wir dann bei ganz, ganz vielen Sachen auch versucht, so gut es geht Support zu liefern und oder euch dann eben irgendwie entgegenzukommen, um euer Repository wieder zu fixen. Ich will jetzt nicht auf alles eingehen, was so aufgetreten ist, sondern nur auf die Sachen, die häufiger aufgetreten sind. Eine Sache, die ich häufiger gesehen habe, war, dass der Gauge-Tests-Ordner quasi als Git-Submodul eingecheckt wurde. Was dann unterm Strich dazu führt, dass man das erstens nicht richtig committen konnte, also beziehungsweise nicht richtig pushen konnte, und wir den Inhalt dann auch davon nicht sehen. Wie passiert das? Im Wesentlichen immer dann, wenn ihr einen Ordner kopiert, wo bereits ein .git-Ordner drin ist. Ja, also wie funktioniert Git? Wenn ihr irgendwie so ein Git-Init macht, könnt ihr nochmal in einer ruhigen Minute ausprobieren. Macht einfach irgendein leeres Verzeichnis, guckt da mal rein, was da so drin liegt und insbesondere guckt ihr auch mal, also ihr müsst schauen, dass die versteckten Dateien sichtbar sind. Ja, weil alles, was mit Punkt anfängt, wird von den meisten File-Explorern, Konsolen und so per Default erstmal ausgeblendet. Wenn ihr dann ein Git-Init macht, dann liegt Git ein sogenanntes .git-Verzeichnis an. Das ist quasi mehr oder weniger so das Management-Verzeichnis von Git. Und es ist auch ein verstecktes Verzeichnis, weil ihr da drin nicht rumfuchteln sollt. Ja? Also fangt nicht an, in diesem .git-Verzeichnis irgendwelche Dateien zu löschen, zu ändern oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit euer Repository kaputt macht, ist ziemlich groß. So viel erstmal vorneweg. Heißt also, ein Ordner, wo ein .git-Verzeichnis drin ist, ist quasi ein Git-Repository. Bisschen vereinfacht dargestellt. Wenn ihr einen solchen Ordner jetzt kopiert und fügt den irgendwo ein, wo schon ein Git-Repository drin ist, das heißt irgendwie so ein Repository in einem Repository, dann ist das in Git-Speech sozusagen so eine Art Submodul und muss dementsprechend eben auch behandelt werden. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, was Submodule sind. Hier für diese Aufgabe war das blöd. Ja? Deswegen, was wir den Studenten dann eben gesagt haben, war, wenn ihr diesen Gauge-Tests-Ordner kopiert, bitte seht zu, dass dort kein .git-Verzeichnis drin ist. Und oder löscht es danach aus dem Gauge-Tests-Ordner wieder raus. Ja, weil sonst kommt das zu ganz merkwürdigen Verhalten und ihr könnt es nicht richtig pushen. So, was wir auch ein paar Mal gesehen haben, ist, dass uns Mails geschrieben worden, ich kann nicht pushen, ich kann nicht pushen. Das hatte verschiedene Gründe. Ein Grund war, dass quasi die Lösung, also die Gauge-Tests quasi in dem Git-Projekt von dem Server-Frontend gemacht wurden, ja, also quasi in dem Repository, was wir euch zur Verfügung gestellt haben.
Und dort dürft ihr natürlich nicht pushen, weil sonst würdet ihr den Server eventuell kaputt machen und würdet damit alle anderen Studenten lahmlegen. Deswegen habt ihr darauf nur Lesezugriff gehabt. Und dann bekommt ihr natürlich eine Meldung, dass das nicht funktioniert. Das Beispiel ist das jetzt nicht. Das war aber auch so eine Sache. Bei dem Beispiel, ich habe das jetzt mal, den kompletten Screenshot, der uns zugesandt wurde, habe ich jetzt mal hier reinkopiert. Ich hoffe, ich habe alle Stellen, die irgendwie darauf hinweisen, wer das war, irgendwie unkenntlich gemacht. Das geht jetzt hier auch nicht darum, irgendwie auf jemanden Konkreten einzugehen. Das hatte ich tatsächlich mehrmals. Ja? Und insbesondere hatte ich das mehrmals, weil das alles Sachen sind, die Sabrina und der Max, der ihr beim Kontrollieren geholfen hat, alleine nicht lösen konnten. Ne? Weil das sind Entwicklungssachen. Weder Sabrina noch Max sind aktuelle Entwickler. Und dann können die das eben nicht lösen. So, was ist hier passiert? Sind verschiedene Sachen. Also hier, das hier, gibt es einen Hausaufgabenabgabe 11-Ordner sozusagen. Also ne, so hat derjenige oder diejenige sich eben strukturiert bei sich auf der Platte. Dann gibt es einen Gauge-Tests-Ordner. Und dann wurde hier ein Git-Pull gemacht. So, offenbar kam dann hier die Meldung, okay, there is no tracking information for the current branch. Jetzt sehen wir hier keinen Git-Status. Ja, also immer, wenn ihr euch nicht sicher seid, was genau, in welchem Zustand befindet sich denn jetzt aktuell mein Repository, könnt ihr natürlich entweder eine grafische Oberfläche für Git verwenden, ja, also irgendwie SourceTree oder Gitkraken oder irgendwas, ja, dann seht ihr das. Oder ihr macht mal einen Git-Status. Das sehen wir jetzt hier nicht. So, da hat auf jeden Fall irgendwas nicht funktioniert. Dann, weil das nicht funktioniert hat, das hat die oder derjenige gesehen, ich vermute, dass der oder diejenige dann zu Aufgabe 8 zurückgegangen ist und geschaut hat, okay, wie starte ich denn mit einem Git-Repository? Und jetzt fängt hier an der Stelle natürlich so ein kleines bisschen, ich sag mal, das Git-Unverständnis an, weil hier wurde dann eben versucht, okay, ein offenbar schon vorhandenes Git-Repository neu zu initialisieren. Ne, weil hier wurde git init gemacht und dann sehen wir hier warning, re-init, ignored mit initial branch main und re-initialized existing git repository in da. Und hier sehen wir dieses ominöse Punkt-Git-Verzeichnis, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, hier wurde eben versucht, ein git repository, was es schon gibt, nochmal neu zu initialisieren. Das ist generell keine gute Idee. Und dann wurden eben diese ganzen Schritte, die in, ich glaube, es war Aufgabe 8 drin waren, wurden dann eben einfach mehr oder weniger stumpf hier nochmal eingegeben. Das Remote wurde hier nochmal zugefügt, dann hat er natürlich gesagt, nee, das Remote Origin gibt es natürlich schon, klar, weil das Repository gibt es schon. Dann das hier ist natürlich wieder sinnvoll, ja, also wenn ich jetzt vorher irgendwie Änderungen hatte, die ich jetzt irgendwie stagen möchte, ja, das heißt, die ich zum Commit vorbereiten will, die natürlich mit Add und Punkt bedeutet, mach einfach alles, ja, hinzuzufügen, das ist natürlich sinnvoll. Das hier, der Commit selbst, ist auch sinnvoll, die Commit-Nachricht natürlich nicht, ja. Weil ich habe dann in der Historie immer die gleiche Commit-Nachricht. Da steht immer Initial Commit, Initial Commit, Initial Commit, Initial Commit, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Deswegen, also eine sinnvolle Nachricht wäre hier gewesen, Added Gauge Tests for Flower Configurator. Ja, das wäre so eine sinnvolle Nachricht gewesen. So, und dann wurde hier versucht, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, weil diesen letzten Teil insbesondere, das war das, was viele hatten, wurde hier versucht, das Ergebnis zu pushen. So. Und was wir dann hier sehen ist, okay, das hat nicht funktioniert, er sagt rejected, ne, das heißt, er hat es zurückgewiesen. Und Git ist mittlerweile tatsächlich extrem gut, also schon eine ganze Zeit lang, extrem gut in der Fehleranalyse. Ne, das heißt, die geben einem, alles was hier gelb ist, also das Rote ist der eigentliche Error, ja, also er konnte irgendwas nicht pushen, und das Gelbe, das sind so Tipps, Hinweise. Lest das. Lest, was da steht. Ja, hier steht irgendwie, Updates were rejected because the tip of the current branch is behind its remote counterpart. Was heißt das? Also der Head sozusagen, also da, wo euer Zeiger im Moment drauf steht, in eurem lokalen Repository, ist quasi älter, behind, also hinter dem, was remote ist. So, und dann geht's weiter. Integrate remote changes, for example, via git pull before pushing again. Macht das doch mal. Macht mal ein Git-Pull. Ja, und dann holt er sich den aktuellen Stand rein und vorausgesetzt, es gibt dann keine Merge-Konflikte, dann habt ihr den aktuellen Stand und dann könnt ihr auch wieder neu pushen. Wie das hier genau passiert ist, kann ich tatsächlich nicht exakt sagen. Vermutlich hat es irgendwas mit dem Init zu tun, was da vorher gemacht wurde, weil das kann eigentlich nur passieren, wenn ihr mit mindestens zwei Leuten daran arbeitet.
Ja, das heißt, wenn irgendwer anders was auf dem Branch gepusht hat und ihr die neuesten Änderungen noch nicht reingeholt habt. Wenn ihr aber allein darauf arbeitet, es sei denn, ihr habt eine gespaltene Persönlichkeit, dann ist das vielleicht auch der Fall und könnt euch nicht mehr daran erinnern, dann passiert das eigentlich nicht. Ja? Genau. Also der Punkt hier an der Sache ist, lest diese Hinweise. Die helfen. Habt ihr hierzu zu diesem Git-Zeug, zu diesem ganz konkreten Git-Zeug noch irgendeine Frage? Also wie gesagt, die Veranstaltung, hat jetzt nicht den Anspruch, euch irgendwie zu Git-Pros zu machen. Dafür ist es zu komplex. Ja? Also ich erinnere mich an Software Engineering 1, als ich das mal hier gehalten habe. Da habe ich Albert dazu überredet, dass wir eine komplette Vorlesung von Software Engineering 1, und damals war es noch SVN, ja, da war Git noch nicht so verbreitet, eine komplette Vorlesung zu SVN halten. So, und die habe ich dann dort gehalten. Das waren immerhin 1,5 Stunden, wo man den Studenten die Basics davon beigebracht hat. Ja? Das haben wir ja hier gar nicht gemacht. Ja? Und selbst 1,5 Stunden reichen da nicht, wenn man das einigermaßen durchdrungen haben will. Okay. Also, weil Git so wahnsinnig wichtig ist, meine Empfehlung, setzt es in privaten Projekten ein, lest die Dokumentation, lest Beispiele, guckt YouTube-Videos. Das ist der Kanal, der euch am besten liegt. Ja? Weil das werdet ihr später im Beruf, im Job, werdet ihr damit definitiv in Berührung kommen. Okay, was weiterhin aufgetreten ist, das war ein paar Mal, dass ich Gage nicht ausführen ließ. Hier fehlt jetzt leider ein kleines bisschen, ich habe keinen besseren Screenshot gefunden. Und ich hatte keinen Bock, nochmal selbst auszuführen. Was wir aber hier sehen, ist so ein Rest von so einem Stacktrace. Und die Error-Message war immer, Runner is not alive. So, okay, successfully generated HTML report, bla 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 bla. Und dann aber hier wieder, failed to kill runner, da 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 da, error while dialing, da 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 da. So, irgendein Fehler passiert. Wenn ich mir jetzt diesen Fehler so angucke, kann man da nicht so wahnsinnig viel draus erkennen tatsächlich. Und zugegebenermaßen, ich habe auch nicht sofort verstanden, warum es nicht funktioniert. Vor allem, es waren, glaube ich, 3 Abgaben oder so, wo es dieses Problem gab. Es war erstmal nicht so ganz klar, was da passiert. Was macht man, wenn man keine Ahnung hat, woran es liegt? Habt ihr eine Idee? Was würdet ihr machen? Google ist schon mal super, ja. Ich habe gegoogelt. Tatsächlich war so auf der ersten Seite nicht so wahnsinnig viel Brauchbares dabei. Da waren solche Sachen von wegen, schau mal, dass deine Firewall da nichts blockiert. Ne? Weil was die Leute natürlich dann so ein bisschen verwirrt hat, war hier irgendwie Error while dialing, dial TCP und dann hier irgend so ein Port. Ne? Connectix, no, ja, da fehlt ein bisschen was. Could be made because the target machine actively refused it. Das verwirrt die meisten Leute, weil die dann natürlich denken, okay, der hat jetzt irgendwie die Verbindung nicht angenommen. Das kann natürlich nicht sein, wenn alle anderen Projekte bei mir problemlos funktionieren. Das heißt, es muss an was anderem liegen. Was ist noch eine Möglichkeit, was man tun könnte, Fehler zu analysieren? Irgendeine Idee? Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht so genau, wie das hier entstanden ist. Klar, man kann es auf ein Minimalbeispiel reduzieren. Auch super. Hätte hier vielleicht sogar funktioniert. Weil ich zeige euch gleich den Grund, warum das hier fehlgeschlagen ist. Was ihr macht ist, ihr versucht mal Logfiles zu finden. Ja, ihr könnt natürlich auch debuggen, ist auch gut. Ja. Logfiles finden. Und tatsächlich, ich habe hier mal einen Screenshot gemacht, es gibt so einen Ordner, ihr seht hier diesen Gage-Tests-Ordner, da wo also der ganze Quatsch hier drin ist, ne, nachdem ihr irgendwie so ein Gage-Projekt initialisiert habt. Und wenn ihr das ausführt, dann legt ihr automatisch so einen Logs-Ordner an, wo ihr auch so einen Gage-Log drin habt. So, das macht ihr mal auf und dann scrollt ihr da mal so ein bisschen runter und dann werdet ihr sehen, oh, Critical Error. Und zwar irgendwie hier in StepImplementation.js, das ist diese JavaScript-Datei, wo ihr quasi die Szenarien ausimplementiert habt, also die Testschritte. Und dann seht ihr hier Syntax-Error. Identifier List Item has already been declared. Also ich habe jetzt den Screenshot von dem StepImplementation.js, habe ich jetzt hier nicht nochmal reingepackt. Aber tatsächlich war, und wie das passiert ist, kann ich nicht sagen, ja, war halt dieses List-Item, der Import bei dem List-Item war 2-mal drin. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass er da ganz schön picky ist an der Stelle. Das müsste man jetzt nicht unbedingt gleich mit einem Critical Error failen. Einfach ignorieren. Aber so ist es halt. So.
Kaum hatte man diese eine Zeile da weggeschmissen, also Zeile 20, weil hatten wir ja offenbar zweimal, lief das Ding. Also, was haben wir hier gelernt? Versucht mal, Logfiles zu finden. Ja? Wenn ihr auf so einer Linux-Maschine seid, zum Beispiel syslog. Syslog, ja, var log syslog, das syslog-File, das ist das File, wo normalerweise alle Prozesse standardmäßig, sofern es nicht anders konfiguriert ist, standardmäßig ihr Logzeug reinschreiben. Oder jetzt hier in dem Beispiel gauge-log. Ja, das heißt, sucht irgendwie in dem Fall, wenn ihr wissen wollt, wo finde ich denn potenzielle Logs, sucht nach gauge und logging. Oder gauge und logs bei Google. Ja? Und das geht natürlich mit jeder anderen Technologie auch. Okay, habt ihr zu der Aufgabe 11 generell noch Fragen? Alright, okay. Ich glaube, 85-90%, das war auch relativ problemlos. Eine Sache, ich würde gerne noch ein kleines bisschen Feedback geben, was die Sinnhaftigkeit von Step Implementations angeht. Ich habe jetzt hier leider keinen Screenshot, das habe ich vergessen, möchte ich aber dennoch gerne loswerden. Es ist ziemlich wichtig, dass die Step Implementations zwei Sachen haben. Zum einen sollten sie natürlich sinnvoll implementiert sein. Also beispielsweise, wenn ich kontrollieren möchte, ob eine bestimmte Menge von Produkten oder eines Produkts in meinem Warenkorb ist, dann ist es nicht ausreichend zu prüfen, ob ich eine bestimmte Zahl, also die Parameter quasi, auf der Website finde. Das reicht nicht. Wenn ich den Löschen-Button drücken will, dann ist es nicht ausreichend. In unserem konkreten Beispiel war es das, ja, und deswegen haben wir da auch keine Punkte für abgezogen. Wenn ich einen Löschen-Button drücken will, dann ist es nicht ausreichend, irgendeinen Löschen-Button zu drücken. Ja, also wenn ihr zwei Artikel drin habt, habt ihr auf einmal zwei Löschen-Button. Es ist vollkommen nicht nachvollziehbar, welcher Löschen-Button dann gedrückt wird. Vermutlich der erste. Das ist so das Erste. Ja? Also die Aktionen, die da drin stehen, die müssen sinnvoll sein. So. Das Zweite, wenn ihr Asserts macht, ja, also ihr habt irgendwie in eurem Szenario so einen Schritt drin wie prüfe, ob Winterzauber viermal im Warenkorb liegt. So, dann ist natürlich das eine, das muss irgendwie dieser 4, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, ihr müsst gucken, dass auch von dem Artikel Winterzauber 4 Stück drin liegen, aber ihr müsst da auch ein Assert drumherum machen. Ja, also wenn ihr da einfach nur irgendwie guckt oder irgendeine Zahl, ich habe ein paar Mal gesehen, dass da irgendwie war und dann irgendwie count gleich und dann wurde da irgendeine Zahl rausgeholt. Das reicht in der Regel nicht. Ja? Ihr müsst ein Assert machen. Das ist ja toll, dass die Tests alle durchlaufen und grün werden, aber wenn die nichts Sinnvolles testen, dann ist das wirklich nutzlos. Genau. Punkt. Gut. Ich würde sagen, genug des Feedbacks der Aufgabe 11. Schon 20 Minuten verbraten. Ich würde sagen, wir starten mal so ein bisschen mit Go Live und Hypercare. Hier nochmal die Übersicht, wo wir uns denn jetzt überhaupt befinden in diesem ganzen Konglomerat. Konzept und Umsetzung, da haben wir jetzt die ganze Vorlesung drüber gesprochen. Irgendwann kommt dann hoffentlich mal der Punkt, wo wir mit dem ganzen Kram live gehen. Und heute gucken wir uns an quasi so diese letzten drei Punkte, weil die sich ja relativ schlecht voneinander trennen lassen, beziehungsweise die gehören immer zusammen, die gucken wir uns jetzt mal zu dritt an. Oder alle drei an. Ich habe hier mal die Definition aus dem Duden für Go Live genommen. Ich lese das einfach mal vor. Go Live bedeutet Start des Betriebs, in Klammern einer Software, einer Webseite oder ähnliches, unter realen Bedingungen und Beginn des Regelproduktivbetriebs. Okay. In der Tat ist das eine sehr, sehr kritische Situation, ein sehr, sehr kritischer Punkt in dem ganzen Projekt, weil wenn da irgendwas schief geht, wenn ihr auf dieses Knöpfchen drückt und sagt, okay, jetzt sind wir live, und da geht irgendwas schief. So, im besten Fall funktioniert das einfach nicht und das ist halt blöd. Im schlimmsten Fall stirbt da irgendwer. Ja, also ich habe schon so ein paar Mal dieses Beispiel, wo ich in dem medizintechnischen Projekt war. Dann werden halt Luftbläschen mit dem Infosomaten in die Vene des Patienten gepumpt. Ist halt blöd, halt ein Softwarefehler, kann passieren. Und was tatsächlich aber häufiger mal vorkommt ist,
ihr macht irgendein Update von irgendeiner Fertigungsmaschine in irgendeinem, in irgendeiner Presse zum Beispiel, bei so einem Automobilhersteller, und das Ding hat einen Fehler. Und führt jetzt im einfachsten Fall einfach mal dazu, dass das Ding gar nichts mehr macht. Ja? Das macht jetzt auch nichts kaputt oder so. Ja? Das kann natürlich auch passieren, dass der Roboterarm sich da irgendwie Dinger zu früh greift, also Werkstücke zu früh anliefern lässt und kracht dann irgendwas rein, ja, und damaged noch irgendwas. Okay. Aber nein, das funktioniert einfach nicht mehr. So, was passiert dann? Dann steht die komplette Fertigungsstraße, wenn da ein Teil nicht mehr funktioniert. Ja? So. Wenn die komplette Fertigungsstraße steht, stehen auch alle Mitarbeiter. Die können dann nichts machen. Und das sind zum Teil ganz schön viele. Das geht relativ schnell, dass da Millionen Verluste pro Tag entstehen. Ja? Weil also Dinge, die da irgendwie reinlaufen, nicht mehr funktionieren, die stehen, es läuft nichts mehr raus, die Leute können nicht arbeiten und so weiter. Da hängt eine ganze Menge dran. So. Das heißt, kritische Situation. Deswegen schwitzen die meisten Leute auch ziemlich, wenn sie dann irgendwo so diesen Produktivgehen-Knopf drücken, wenn sie das vorher nicht schon mal, ich sag mal, in einer möglichst produktiv nahen Umgebung mal ausprobiert haben und sich ziemlich sicher sind, das wird funktionieren. Kommt leider noch immer viel zu häufig vor. Was sind denn die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Go-Live? Also, zum einen muss ich natürlich die technischen Voraussetzungen erfüllt haben. Es muss irgendwie klar sein, okay, in welche Umgebung deploy ich das Ganze. Diese Umgebung muss irgendwie da sein. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es irgendwie einfach nur ein Stückchen Software ist oder so, was ich irgendwo deploye. Das muss klar sein. Ich muss sehr, sehr gute Kenntnisse über die Anwendungsumgebung selbst haben. Also das erste waren ja sozusagen diese technischen Kenntnisse, aber eben auch um die, es geht auch um die Anwendung, um die Kenntnisse der Anwendungsumgebung selbst, ja, also Prozesskenntnisse drumherum. Wenn ich das nicht habe, kann es auch nicht gut funktionieren. Was eklatant wichtig ist, ist eine gute Kundenbeziehung und gute Kundenkommunikation. Was ich auch schon so ein paar Mal erlebt habe, ist, wenn so ein Projekt schon länger läuft, vielleicht der Go-Live auch schon ein paar Mal verschoben wurde, aus Gründen. Irgendwann fängt dann an, der Kunde natürlich zu trommeln, weil es wird immer teurer, immer teurer, immer teurer. Der Kunde kann vielleicht mit seinen Folgeprozessen nicht weitermachen und so weiter und so fort. Und ihr werdet immer mehr und immer mehr als inkompetent dargestellt. So. Dann kriselt das so ein bisschen und dann kriselt auch in der Kommunikation. Das ist natürlich für so ein Go-Live, wenn er dann mal stattfindet, ist das tödlich. Ja? Deswegen. Während dem ganzen Projekt, sprecht da mit dem Kunden. Ja? Verarscht den Kunden nicht, auf Deutsch gesagt, sondern idealerweise seid da transparent und sagt dem immer die Wahrheit. Ja? Auch wenn irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich geplant ist, wenn ihr das möglichst früh sagt, dass wir mit Problemen zu rechnen haben, dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass sich dann noch irgendeine Art von Lösung finden lässt. Ja? Also irgendwie Scope-Reduzierung, wir starten später, wir werfen noch mehr Ressourcen drauf, das typische Projektmanagement-Dreieck. Aber macht das. So, das ist natürlich von beiden Seiten, muss das passieren. Es reicht nicht, wenn ihr sozusagen der offene Kommunikationspart seid und das alles selbst machen wollt, aber der Kunde nicht bereit dazu ist. Ja, so nach dem Motto, ja wieso, ich bin der Kunde, ich bin König, ich bezahle dich, mach, dass es geht. Und solche Kunden gibt es tatsächlich auch. Ja. Nicht sonderlich hilfreich und man selbst hat da dann relativ wenig Handhabe. Man kann halt nur probieren, den Kunden so ein Stück weit auf seine Seite zu ziehen an der Stelle. End-User-Schulung gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, da kommt dann gleich noch ein Blog ganz am Ende. Und natürlich eine ausführliche Dokumentation, schreiben wir ja alle, klar. Und wie immer, testen, testen, testen. Je früher ich das in einer möglichst produktiv nahen Umgebung mal ausgerollt habe, desto sicherer kann ich sein, dass das funktioniert. Jetzt ist das natürlich gerade im Falle von solchen Fertigungsstraßen, wo ich dann irgendwie die Firmware von den SPSen aktualisiere oder die Software auf den SPSen aktualisiere, die Maschinen steuern, ist das natürlich schwierig, weil so eine Fertigungsstraße, die stelle ich mir immer nicht eben als Testumgebung einfach daneben, ja, für ein paar Millionen, nur damit ich das ausprobieren kann. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Okay, nehmen wir mal an, jetzt sind wir live gegangen, das heißt, wir haben den Schalter umgelegt und sind jetzt live. Was kommt denn dann als Projektphase? Nein, dann könnt ihr nicht nach Hause gehen, dann seid ihr noch nicht fertig, in aller Regel jedenfalls nicht. Weil typischerweise wird, wenn man den Vertrag schließt, ja, direkt festgelegt,
wie geht es denn nach dem Go-Live weiter? Und meistens wird dann noch so eine Art Hypercare-Phase vertraglich festgehalten. Was das ist, gucken wir uns jetzt an. So, was ist Hypercare-Support? Prinzipiell zeigt sich, nachdem du den Schalter umgelegt hast, den Produktivschalter, sind sozusagen die ersten 30 Tage, nachdem du das getan hast, das ist eine wahnsinnig kritische Phase. Und warum 30 Tage? Warum nicht sofort? Ich sehe das doch, wenn die Maschine da nicht mehr funktioniert. Ja, es gibt Fälle, da sieht man das sofort, wenn es nicht funktioniert. Aber gerade wenn ihr da irgendwie ein größeres Update von der Software ausgerollt habt oder eben komplett neue Software ausgerollt habt und je nach Komplexität der Software, wird ja nicht sofort jedes Feature in Anspruch genommen. Ja? Nicht sofort findet jedes Szenario Anwendung, sondern das passiert manchmal erst nach einer Woche, zwei Wochen, vier Wochen, manchmal auch erst nach einem Jahr, weil es kann ja sein, dass dann da irgendwelche Rechnungsläufe laufen, irgendwelche Endabrechnungen oder so, die immer irgendwie, sagen wir mal, Ende Q1 eines Jahres für das vergangene Jahr laufen. Und dann merkt ihr das erst ein Jahr später. Das ist dann halt so. Aber typischerweise, so die ersten 30 Tage, wenn ihr die überlebt habt, dann so statistisch gesehen, dann habt ihr das Gröbste hinter euch. Ja? Dann wisst ihr schon mal, okay, die Anwendung läuft, die stürzt nicht permanent ab, die User können damit arbeiten und offenbar funktionieren auch die meisten aller Features. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Normalerweise braucht man auch eine deutlich intensivierte Betreuung von den Anwendern der Software gerade zu Beginn, während so einer Art Stabilisierungsphase. Es kann sein, dass ihr eine neue Software gebaut habt, die eine Altsoftware ablösen soll. So, und jetzt sind natürlich, ihr habt natürlich End-User-Schulungen gemacht, klar, die Leute kennen diese Software prinzipiell, aber dennoch, wenn dann der Tag kommt, wo sie ihre alte Software nicht mehr verwenden dürfen, sondern nur noch das neue, dann wird es Fragen geben. Ja, die werden vielleicht nicht arbeiten können, das heißt, dann muss jemand Gewehr bei Fuß stehen und muss dem Andreas dann wirklich zeigen, okay, du musst jetzt übrigens hier und hier klicken, weil der Andreas das bis dahin schon wieder vergessen hat. Ne? Also so von dem Zeitpunkt End-User-Schulung bis Go-Live. Normalerweise gibt es für diesen ganzen Hypercare-Support oder häufig gibt es für diesen Hypercare-Support ein dediziertes Team. Und dieses Team, was es dafür gibt, unterscheidet sich sehr häufig von dem eigentlichen Projektteam, das das quasi umgesetzt hat. In dieser intensivierten Betreuungsphase ist es aber dennoch häufig das Projektteam, das den Kunden dann betreut. Ja, bevor dann so dieser Wechsel stattfindet, okay, jetzt können wir mal durchatmen. Jetzt wissen wir also, das fliegt uns nicht komplett um die Ohren. Wir übergeben das jetzt an unseren Hypercare-Support, der vielleicht an der Stelle gar nicht mehr so, also sind keine Entwickler, ja? Das heißt, die haben schon mal keine Ahnung, was da technisch dahinter steckt, sondern das sind im Prinzip geschulte Anwender, die darauf trainiert wurden, eben diesen Support zu leisten. Normalerweise ist es so, dass dieser ganze Hypercare-Support 4 bis 6 Wochen nach dem eigentlichen Go-Live endet. Es kann sein, dass man einen etwas längeren Hypercare-Support vereinbart. Es hängt so ein kleines bisschen dann auch von der Komplexität, vom Umfang, von der Kritikalität der Anwendung ab. Vielleicht fühlt sich der Kunde einfach besser, wenn er sagt, oh nee, also ich möchte mindestens 8 Wochen oder vielleicht sogar 3 Monate oder irgendwie sowas nach dem Go-Live haben, dass wir da vertraglich zugesichert auch einen Hypercare-Support haben. Wichtig an der Stelle ist, haltet das vertraglich am Anfang fest. Ja, also wie viel Hypercare-Support ihr mit wie vielen Leuten, ja, mit welchem Team nach dem Go-Live denn gedenkt zu geben. Ja, das ist für den Kunden wichtig, das ist aber auch für euch wichtig, weil ihr müsst die Leute auch irgendwie vorhalten. Ja. Was macht man denn jetzt eigentlich bei einem Hypercare-Support? Das klingt ja so wahnsinnig hyper irgendwas. Am Ende des Tages gibt es verschiedene Arten von Support und das zusammengefasst sozusagen nennt man Hypercare-Support. Da gibt es zum einen den technischen Support. Dazu gehört zum Beispiel die Bugdokumentation und natürlich auch das Bugfixing. Das heißt, wenn da irgendwer anruft und sagt, ich kann mich nicht einloggen und ihr feststellt, oh ja, ich habe das niemals mit E-Mail-Adressen probiert, wo Zahlen drin sind oder so, dann ist das vielleicht ein Bug, den ihr fixen müsst. Zu dem Hypercare-Support gehört aber tatsächlich auch ein Stück weit das Training. Und zwar das On-Site-Training bedeutet also die Schulung von den Usern, die das Ding am Ende benutzen sollen. Ja? Häufig ist es so, also eigentlich sollte es so sein, dass diese Schulung selbst natürlich schon stattgefunden hat, bevor ihr live geht. Das ist ein
bisschen doof, das zu machen, wenn man live geht und sich danach überlegt, das wäre noch eine clevere Idee, die User zu schulen, dass die wissen, wie man damit umgeht. Aber abhängig davon, wie groß das Unternehmen ist, wie viele Leute das benutzen sollen, habt ihr vielleicht sowas gesagt, okay, wir machen mal abteilungsweise, bieten wir diese Schulungen an. Ja? Da kommt dann irgendwie der Teamleiter und noch zwei von ihm ausgesuchte Leute, irgendwie drei Leute pro Abteilung. Und dann nehmen wir mal an, wir haben 10 Abteilungen, sind dann 30 Leute. Das ist schon eine relativ große Schulung mit 30 Leuten. Aber das machen wir mal, ja. Und dann verteilt ihr das Wissen quasi weiter. Das kann man machen. Das Ding an der Stelle ist, dass die Leute, die dann an dieser Schulung teilgenommen haben, die haben dieses Wissen dann, aber das sind ja selbst keine Trainer. Ja, die haben sich das einmal angehört, die sind vielleicht durch alle Szenarien da einmal durchgegangen im besten Fall, aber das sind halt keine Pros, sondern denen wurde das auch einmal gezeigt und dass du das dann eins zu eins so weitergeben kannst, ist ziemlich unwahrscheinlich. Deswegen gehört dann eben das On-Site-Training durch den Hypercare-Support, gehört dann eben einfach noch dazu. Genau, Konfiguration der Anwendung, also wenn es da irgendwelche Sachen gibt, die man da irgendwie anpassen kann. Konfiguration meint vor allem solche Sachen, die du irgendwie so durch Customizing einstellen kannst. Ja, also dass du halt nicht neu was entwickeln musst oder so, sondern wenn da jemand sagt, okay, hier bei Anrede oder so müssen wir da jetzt auch noch, weiß ich nicht, oder bei Geschlecht müssen wir noch divers einfügen und ihr könnt da irgendwie in der Administrationsoberfläche habt ihr eine Stelle, wo ihr eben einfach die Geschlechter in so einer Liste hinzufügen könnt oder löschen könnt und habt die nicht hardcoded irgendwie im Code, dann gehört das eben auch dazu. Das meint dann Konfiguration der Anwendung. Ja. Genau, eine ganz wichtige Sache, reibungslose Übergabe sicherstellen, beispielsweise Rechte. Ja? Normalerweise ist es so, dass allerspätestens, wenn der Hypercare-Support endet und der Regelbetrieb startet, dann seid ihr raus. Das wollt ihr auch. Ja, ich meine, ihr wollt nicht euer ganzes Leben lang irgendwie Hypercare-Support für irgendein Produkt machen, sondern ihr wollt zum nächsten. Ja, ihr wollt einen neuen Kunden haben oder vielleicht bei dem gleichen Kunden ein neues Projekt haben, aber ihr möchtet halt nicht ständig Hypercare-Support machen. So, aber wenn ihr dann da raus seid, dann müsst ihr natürlich sicherstellen, dass die Berechtigungen, die normalerweise ihr hattet oder irgendein Admin auf Auftragnehmerseite, dass die auf irgendwen auf Auftraggeberseite übertragen werden, damit die dann beispielsweise sowas wie Konfiguration der Anwendung, damit die das auch selbst tun können. Ganz wichtig. Zu der Übergabe gehört ein Stück weit auch die Quelltextübergabe. Ja? Regelt am Anfang vertraglich, hier, was ist denn eigentlich mit dem Quelltext bei so SAP-Systemen und bei SAP-Systemen generell, da ist das häufig relativ klar, weil man dort in dem System selbst entwickelt, ja? Also der Code liegt schon in dem System, aber bei allem anderen, ja, da könnt ihr euch überlegen, okay, da habt ihr irgendwie so Git-Repository, ja, so wie ihr das jetzt auch hattet hier in der Vorlesung. Und häufig hat der Kunde selbst gar keine Infrastruktur mit irgendwelchen Git-Repositories. Ja, der sagt dann, macht irgendwie, ja, so. Und dann macht ihr selber eine Git-Repository, entweder in einem GitHub Enterprise oder so, was ihr habt. Oder jetzt, wie wir das hier machen, in einem GitLab oder so. Am Ende des Tages, der Quelltext, den ihr produziert, der gehört aber in der Regel nicht euch, sondern der gehört dem Kunden. Übergebt diesen Quelltext, ja, also idealerweise sagt ihr dem Kunden, okay, ich gebe dir jetzt Admin-Berechtigung auf diesem Repository, was dann natürlich irgendwie eure Company überleben sollte. Ja, also jetzt in dem Fall wäre das nicht so clever zu sagen, okay, wir haben diesen Quelltext in einem Octavia GitLab drin und ich gebe dir für dieses Repository die nötigen Admin-Berechtigungen. Dann ist der Kunde ein Stück weit trotzdem an euch gebunden. Ja, dann solltet ihr lieber sowas machen wie, dann sollten wir den Quelltext nach GitHub sozusagen, in ein privates GitHub-Repository, was von GitHub in der Cloud liegt, machen wir gerne, ne? Müsst ihr dann halt bezahlen und dann übertragen wir den Quelltext eben dorthin. Macht das. Ich habe ein Projekt gehabt, wo es dann tatsächlich auch bei einem Dienstleisterwechsel, also dort wurde eine mobile App entwickelt, vor Jahren, irgendwie vor 10 Jahren oder so, und dann hat sich also unser neuer Kunde hat sich dann mit dem Ex-Dienstleister ein Stück weit überworfen. Und irgendwann kam so der Punkt, wo die uns an Bord geholt haben. Und dann haben wir gefragt,
ja, okay, alles klar, das da ist wahrscheinlich ziemlich leicht zu fixen, wo ist denn der Quelltext? Und dann sagt der Kunde, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir haben immer nur quasi die APKs bekommen. Ja? So. Naja, aber ne, ihr müsst ja irgendwie, ich meine, das ist ja euer Ding. Das war denen gar nicht klar, dass das sinnvoll ist, den Quelltext bei sich im Haus zu haben. Oder irgendwo in der Cloud, wo sie halt Zugriff drauf haben. Das war eine schwierige Sache. Geht proaktiv auf den Kunden zu, regelt das, wie das mit der Übergabe von Berechtigungen oder irgendwelchen anderen Artefakten ist. Gibt es so ein paar Sachen, die sozusagen auf der Pro-Seite von dem Hypercare-Support stehen. Zum einen hat typischerweise das Unternehmen selbst natürlich auch ein eigenes Support-Team, das aber in der Regel mit völlig anderen Sachen beschäftigt ist. Wenn du jetzt zu denen gehst und sagst, hey übrigens, ihr müsst jetzt auch noch den Support oder Hypercare-Support für eine neue Anwendung übernehmen, dann haben die zum einen so dieses Problem, dass sie davon ja eigentlich gar keine Ahnung haben. Zum anderen werden die aber zu Recht sagen, wie denn, das jetzt auch noch oder was? Ich meine, ich arbeite doch schon 7,5 Stunden am Tag. Mache ich nicht oder geht nicht. Ja? Das heißt, man kann die ein Stück weit entlasten, ne? Und kann dann in so einer Übergangsphase, kann man dann eben sagen, okay, vielleicht macht es irgendwie Sinn, dass ihr vielleicht noch jemanden einstellt, der dann bei euch arbeitet und dann zukünftig diesen Support für diese Anwendung übernimmt. Oder wir gleisen sozusagen eure eigenen Support-Mitarbeiter auf, sodass sie das dann halt übernehmen können, muss man schauen. User-Akzeptanz ist so ein Ding, wo ihr schauen solltet, dass die möglichst hoch ist. Kommen wir gleich noch, wenn es um Change-Management geht, wird das eklatant wichtig. Ein Vorteil, wenn ihr Hypercare-Support habt, die End-User haben einen Ansprechpartner. Ja, wenn die irgendein Problem haben, dann wissen die, ich kann den Telefonhörer in die Hand nehmen oder ich kann Teams aufmachen oder Slack oder wie auch immer, ja, was ihr da für Kanäle vereinbart. Und dann ist da jemand, der davon Ahnung hat und der auch helfen kann. Typischerweise macht man irgendwelche SLAs. Das heißt, man sagt, okay, und das wird vertraglich festgehalten, zu welchen Zeiten, zu welchen Wochentagen man bei welchem Incident in welcher Zeit reagiert. So, und meistens macht man dann irgendwie so einen Stufenplan, wo man sagt, okay, man hat irgendwie vielleicht so drei verschiedene oder vier verschiedene Kritikalitätsstufen, wo man sagt, okay, so ein Critical-Ticket wird dann angelegt, wenn, jetzt bleiben wir mal bei dem produzierten Unternehmen, wenn die Pressestraße steht, ne, dann muss der Hypercare-Support innerhalb von 30 Minuten eine Lösung bereitstellen. Irgendwie sowas. Ja. Und wenn das nicht bereitgestellt wird, dann gibt es Vertragsstrafen. So. Bis hin zu, okay, so das, da muss mal ein Typo irgendwo gefixt werden in der Anwendung. Das reicht, wenn ihr sozusagen nach 5 Tagen dieses Ding da acknowledged, das heißt annehmt irgendwie und das nach spätestens 4 Wochen gefixt habt. Ja, also irgendwie sowas. Genau. Die Grafik zeigt eigentlich ziemlich schön so diesen Projektaufwand, wo es ja in der Vorlesung bisher immer so drum ging, diese blaue Linie hier zu dem Supportaufwand. Und hier sehen wir auf der X-Achse aufgetragen quasi hier die einzelnen Projektphasen. Und jetzt geht es ja hier um Hypercare und Regelbetrieb. Und ihr seht, was klar ist, okay, der Projektaufwand wird natürlich nach hinten hin immer weniger. Ja? Klar, irgendwann hört ihr auf, daran zu entwickeln oder so, dann gibt es noch irgendwelche Bugfixing-Phasen oder so. Das ist auch der Grund, warum das hier an der Stelle nie so ganz auf Null fällt. Ja, es wird immer irgendwas Kleineres, mehr oder weniger Kleines zu tun geben. Und ähnlich ist es mit dem Supportaufwand eben auch. Ne? Also klar, solange irgendwie das Projekt noch nicht live ist, gibt es hier relativ wenig Support. Und in dem Moment, wo das Ding live geht, das ist dann hier so dieser Punkt, da steigt der Supportaufwand ziemlich stark an. In diesem Hypercare-Betrieb, haben wir gesagt, so 4 bis 6 Wochen, ne, dauert er typischerweise. Da ist dieser Supportaufwand am allerhöchsten, weil da treten die meisten Sachen auf. Und hoffentlich nach diesen 4 bis 6 Wochen gehen wir dann in diesen Regelbetrieb und dann wird das weniger. Aber auch hier gilt analog zu dem Projektaufwand, der Supportaufwand selbst wird da nie komplett abflachen. Ob der jetzt hier ist oder irgendwie hier oder weiter oben, das hängt stark von dem Projekt ab. Okay. So viel zum Thema, was ist Hypercare?
Wir haben jetzt hier noch einen etwas größeren Block, Change Management, weil das besonders wichtig ist. Ich würde das hier ganz gerne einfach mal vorlesen. Das ist eine Definition, und zwar der Prozess, die Werkzeuge und Techniken, um die vom Wandel betroffenen Menschen zu managen und ein gewünschtes Geschäftsergebnis zu erzielen. Kommt von Prosky, die Quelle steht ganz am Ende in den Folien, so wie immer. Und dann das zweite kommt von Daryl O'Connor. Eine Reihe von Prinzipien, Techniken und Vorschriften, die auf die menschlichen Aspekte der Durchführung von großen Change-Initiativen in Unternehmen angewandt werden oder angewendet werden. So, das klingt jetzt beides erstmal ziemlich ähnlich. Der Punkt an der Stelle ist, was in beiden Sachen drin vorkommt, sind die Menschen. Ja? Der Mensch ist bei dem Change-Management extrem wichtig. Wenn ihr die Menschen nicht richtig abholt, weil am Ende sind es aktuell jedenfalls noch, meistens Menschen, die irgendwas verwenden, dann könnt ihr, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das allertollste Produkt ever gemacht haben. Das kann sich so toll benutzen lassen, habt ihr nicht gesehen. Das verwendet am Ende trotzdem keiner. Kleines bisschen was Geschichtliches, Change Management Herkunft, ist also nichts Neues, ja? Also 1947 von Kurt Lewin. Da gab es quasi so ein systematisches, organisationstheoretisches Drei-Phasen-Konzept. 1983 dann von Everett Rogers, Entwickler der Early Adopter Types, der Adopter Types. Sagt jemandem von euch, die sagen die Adopter Types irgendwas? Davon schon mal gehört? Typischerweise sind das fünf, die man da unterscheidet. Innovators, Early Adopters, es gibt ja auch so eine schöne Grafik, die habe ich jetzt nicht dabei. Dann so eine Early Majority, Late Majority und die sogenannten Laggards. Und im Prinzip ist es auch klar, ja, und diese Kurve, die ist halt so eine typische Gauss-Kurve. Es gibt irgendwie so diejenigen, so diese Innovator, die auf so einen Zug aufspringen, bevor der überhaupt erst richtig gefahren ist. Das sind dann meistens so irgendwie diese Beta-Tester oder so und generell Menschen, die gerne irgendwas ausprobieren. Ja, die sich im Klaren darüber sind, okay, das ist vielleicht was, was nie an den Markt kommen wird oder das ist was, was nicht richtig funktioniert, aber ich mag das einfach. Ja, ich mag das, Dinge auszuprobieren. Ne, die sind vom Mindset so. So, und dann gibt es so diese Early Adopters, die sind im Prinzip so ähnlich wie die Innovators, die kommen nur so ein kleines bisschen später, ne? Die haben dann schon mal von anderen Leuten so ein bisschen was darüber gehört. Und dann gibt es so diesen ganz großen Pulk, ja? Diese Early Majority und Late Majority, also quasi so den Großteil der Leute, die so ein neues Produkt dann eben verwenden oder eine neue Dienstleistung. Und dann gibt es nochmal aufgeteilt, die es zuerst verwenden und die es dann erst später verwenden. Und dann gibt es immer noch so ein paar Nachzügler. Ja, dann, wenn das Produkt eigentlich schon kurz vor End of Life ist, dann kommen dann die Leute und fangen dann an, das zu benutzen. Weil es ja etabliert, funktioniert, weiß ich, was ich habe. Genau, ich gehe jetzt hier gar nicht weiter auf Details ein. Lass uns lieber zu den weiteren Inhalten kommen. Gibt zum Change Management vielleicht das noch, ziemlich viel Literatur. Wenn ihr mal was lesen wollt, ist ein englisches Buch hier von Daryl O'Connor, Managing at the Speed of Change. Das ist ziemlich gut, gibt aber auch noch eine ganze Menge andere. Ja. So, genau, es gibt eine ganze Menge Anlässe für Change Management. Ich gehe jetzt hier nicht auf jeden Einzelnen ein. Personalumbau, ja, wir haben einen weltweiten Rollout, Kostendruck, aber natürlich vor allem Einführung von neuen IT-Systemen. Das ist so ein bisschen das, worum es bei uns natürlich ganz, ganz viel geht, Digitalisierung, Einführen von IT-Systemen generell, ja, oder ändern. Ne? Also ich habe ja schon ein paar Mal von einem Projekt erzählt, wo ich 2018 und 2019 war, wo es so eine große Oracle-basierte Datenbank gab, die im Wesentlichen dann ausgetauscht werden sollte zu so einem OpenShift-basierten Ansatz. Ja? Das heißt, es gab irgendwie schon IT, die auch ziemlich gut war, vor allem für damalige Verhältnisse. Dann aber klar war, okay, das skaliert nicht weiter, weil die Kunden immer mehr wurden und die Art und Weise, wie das dort mit der Oracle-Datenbank implementiert war, einfach schlecht skaliert hat. Da brauchen wir irgendwas Neues und dann braucht man natürlich dann eben auch neue IT-Systeme und dann kommt Change Management zum Tragen. So, was sind denn die Ziele vom Change Management? Am Ende des Tages möchte ich gerne das Verhalten von meinen Usern dauerhaft ändern. Ja, also nicht nur temporär, dass die mal sagen, ja okay, also wenn du jetzt unbedingt willst, dass ich das mal verwende, dann mache ich das, sondern
das soll dauerhaft so sein, weil ich ihnen die alte Lösung ja abschalten will. Ich will ja nicht zwei Sachen gleichzeitig pflegen. Ein weiteres Ziel von diesem ganzen Change-Management-Prozess ist sozusagen, dass ich die Leute mitnehme. Die sollen einen positiven Eindruck von der neuen Software, von dem neuen IT-System sollen die haben, damit sie denn bereit sind, das auch zu adaptieren. Ja? Und idealerweise beteiligen sie sich an dem Ganzen auch aktiv, ja? Arbeiten daran mit und lassen sich quasi nicht zu jedem Ding, was man von ihnen möchte, lassen die sich nicht treten, sondern finden das gut. Das ist leider ziemlich schwierig. Es gibt da so eine Veränderungskurve, die ich immer gerne zeige, die hier verschiedene Zustände hat. Beginnend links, Former State und ganz am Ende, wenn man denn überhaupt dahin kommt, zu Future State. Klar, auf der X-Achse irgendwie die Zeit. Auf der Y-Achse Performance. Performance bedeutet hier an der Stelle so ein Stück weit ja, Effizienz sozusagen. Ja? Also ich habe, nehmen wir mal an, ich habe schon irgendeinen Prozess, wo ich irgendein altes Tooling verwende. Da stehe ich im Moment hier, so was die Performance angeht. Aber wenn ich hier oben stehen würde, dann bräuchte ich nichts ändern. Warum? Das heißt, das Ziel ist natürlich schon, weiter hier oben hinzukommen. Das heißt, die Effizienz irgendwie zu steigern. Wir starten aber hier. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal quasi jeden Punkt sozusagen, gucken wir uns mal im Detail so ein bisschen an. So, das heißt, wir gehen aus von diesem Former State, wo wir uns befinden oder am Anfang befinden und gucken jetzt uns diese beiden Punkte, Surprise und Daniel an. Was bedeutet das? Am Ende des Tages, klar, Überraschung, Verweigerung auf Deutsch, ganz, ganz viele Mitarbeiter reagieren auf solche Veränderungen mit einer Überraschung. Das heißt so, oh, wusste ich ja gar nicht, dass sich hier irgendwas ändert oder hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Warum eigentlich? Habe ich keinen Bock drauf. Nee, wieso? Funktioniert doch. Und vor allem habe ich keinen Bock, irgendwie was an meinem Verhalten zu ändern. Ja? Ich möchte nach wie vor jeden Tag um 21:45, um 22:45, um 22:45 möchte ich gerne meinen Kaffee trinken. Und jetzt kommst du hier um die Ecke und sagst, okay, nee, das geht so nicht mehr. Gar nicht mal, dass ich mehr arbeiten soll oder dass ich meinen Kaffee nicht trinken darf, aber dass ich jetzt meinen Kaffee plötzlich um 22:00 trinken soll oder so. Mag ich nicht. So. Das heißt, die verstehen auch diesen Grund der Veränderung in der Regel nicht. Und leider, leider denken die meisten auch, das wird scheitern. Manchmal einfach, weil sie eine negative Grundhaltung haben. Häufig, und das ist viel häufiger der Fall, weil sie sowas schon ein paar Mal mitgemacht haben. Und das passiert immer dann, wenn ihr mal mit Mitarbeitern sprecht, die schon etwas länger im Unternehmen sind, die vielleicht generell schon mehr Berufserfahrung haben. Also nehmen wir mal so einen 50-Jährigen oder so, der tatsächlich schon sehr lange im Unternehmen ist. Hatte ich bei dem Kunden 2018, 2019, war der allergrößte Teil der Belegschaft, war schon mehr als 20 Jahre in dem Unternehmen. Das ist aus heutiger Sicht fast undenkbar. Ja, ich meine, heutzutage ist ja, wenn da jemand 5 Jahre in einem Unternehmen ist, dann ist es ja schon lang. Aber dort war es so, dass ganz, ganz viele Leute schon mehr als 20, 25, zum Teil 30 Jahre im Unternehmen waren und dort dann eben auch kurz vor der Rente standen. Und die haben natürlich schon so ein paar Mal diese Kurve quasi mitgemacht und wissen, okay, das funktioniert meistens nicht und haben da so eine negative Grundhaltung. So, und weil die dann sagen, okay, da verändert sich ja wirklich was, das ist ja irgendwie anders als sonst, baut sich Frust auf. Und wir sehen ja hier so ein bisschen auf der Y-Achse, jetzt sind wir auf einmal sozusagen wieder hier unten, ne? Bei dieser Verweigerung, da waren wir dann wieder hier sozusagen auf einer Höhe mit dem Initialzustand, aber hier entsteht jetzt häufig auch Gegenwehr. Und das ist natürlich schlecht, ganz schlecht. Weil ihr wollt natürlich, dass ihr ganz am Ende mal hier hinkommt und wenn ihr die Leute nicht mitnehmt, weil die irgendwie so da sitzen, ja, und dann keinen Bock haben, an eurer Schulung teilzunehmen oder vielleicht körperlich da sitzen, aber geistig nicht, dann ist das wahnsinnig schlecht. So, das ist auch die allerkritischste Phase sozusagen in diesem ganzen Change-Management-Prozess. Die befindet sich quasi hier. So.
Das ist der Punkt, wo sich entscheidet, ob das hier scheitert oder ob das weiter nach oben geht. Warum? Wenn ihr jetzt mit den Leuten sprecht, dann hinterfragen die bei sich selbst in der Regel, okay, ich habe jetzt verstanden, jetzt ändert sich irgendwas. Mit welchen Teilen von den Dingen, die sich da jetzt ändern, komme ich denn wohl gut klar und mit welchen komme ich denn wohl nicht klar? So, und mit ein bisschen Glück kommen die selbst zu dem Schluss, naja, also eigentlich ist der größere Teil von dieser ganzen Änderung jetzt, mit dem komme ich gut klar, das ist sogar positiv, ja, jetzt kann ich mehr Pause machen oder so, als die Sachen, die negativ sind, und dann geht es weiter nach oben. Was wir aber in dem Projekt 2018, 2019 leider festgestellt haben, wir haben die Leute hier verloren. Ja. Und warum war das so? Wir haben danach nochmal überlegt, okay, was hätten wir denn besser machen können? Wir haben festgestellt, dass das hier, dieses Surprise, dass das eigentlich so gar nicht auftreten darf. Ja? Also so dieses, du führst das Produkt, wenn es dann fertig ist, führst du es ein und versuchst die Leute dann mitzunehmen. Das ist viel zu spät. Ihr müsst auch die normalen Key-User, die Leute, die das am Ende verwenden sollen, die müsst ihr möglichst früh einbinden, damit es diesen Surprise und Realize Start of Change, damit es das gar nicht gibt oder zumindest in einer sehr abgewandelten, abgeschmälerten Form gibt. Ja? Wenn ihr jemanden mitnehmt, dann ist er viel eher bereit, da mitzuarbeiten und viel eher bereit, diese Änderung anzunehmen, weil er selbst mindestens mal das Gefühl hat, hey, ich kann da ja meine Two Cents zu beitragen sozusagen und kann Teil von dieser Veränderung werden. Ich kann darauf Einfluss nehmen. Während, wenn ihr denen ein fertiges Produkt vor die Nase setzt, dann fühlen die sich häufig überfahren und dann haben die darauf keinen Bock. Ja? So nach dem Motto, hat doch die letzten 30 Euro auch funktioniert und eigentlich in 2 Jahren gehe ich in Rente und ich habe jetzt keinen Bock, noch irgendwas Neues zu machen. So, das heißt, das ist eine ganz, ganz kritische Phase. So, try out, also wenn ihr an der Stelle seid, try out und Commitment, dann habt ihr es im Prinzip geschafft, ja, weil dann habt ihr die Leute davon überzeugt, dass das vielleicht eine gute Idee ist, das mal auszuprobieren. Klar, ihr könnt sie dazu zwingen, aber so nach dem Motto, entweder machst du das jetzt oder du gehst, könnt ihr machen. Tatsächlich gehen dann viele Leute und meistens sind es gute Leute, die wollt ihr gar nicht verlieren. Deswegen ist das eigentlich immer doof. Genau, also Tryout und Commitment. Und ganz am Ende, wenn dann richtig alles gut läuft, dann habt ihr diesen Zielzustand erreicht und ihr habt eure Performance gesteigert. Das ist leider ziemlich, ziemlich schwierig. Deswegen mein Tipp, versucht die Leute sehr, sehr früh mitzunehmen. Und wenn dem Kunden, für den ihr arbeitet, das nicht klar ist, dann macht dem das klar. Ja, sagt dem, wir brauchen Key-User aus den einzelnen Abteilungen. Mit den Key-Usern würden wir gerne, sobald es geht, die würden wir gerne fragen, was sie denn glauben, wie man die Anwendung, die sie ja später verwenden sollen, verbessern könnte, was sie nervt, was sie gut finden. Ne? Geht auch. Also zum Beispiel ein Kunde oder ein Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, okay, ich finde es einfach super, dass ich meine Maus nicht verwenden muss, dass ich alle Masken sozusagen mit der Tastatur bedienen kann. So. Schaut, ob ihr das aufnehmen könnt. Natürlich auch, wie relevant das ist. Ja, wenn das einer von 100 sagt, dann muss man dann leider sagen, sorry, ist nur 1%, hat es jetzt leider nicht in die Feature-Liste geschafft. Klar, immer mit Augenmaß. So, jetzt auf dem Weg hin zu diesen eigentlichen End-User-Schulungen kann man erstmal so die Frage stellen, wer sind denn eigentlich End-User? Am Ende des Tages endgültige Anwender einer Technologie oder eines Softwareprogramms. Und klar, ohne ein ausreichendes Training kann kein Mensch irgendwas verwenden. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie eine App programmiere, hier für so ein Mobiltelefon, mit dem Ziel, dass ich den Leuten, die diese App verwenden, also ich setze jetzt mal voraus, ich packe die dann irgendwie in den Play Store oder in den App Store oder so und möchte die einer breiten Masse von Leuten, die ich potenziell noch gar nicht kenne, wo ich natürlich eine Zielgruppenanalyse mit Personas gemacht habe, logisch, ja, möchte ich die zur Verfügung stellen, aber eigentlich möchte ich jetzt Oma Erna, möchte ich nicht persönlich zeigen, die möchte ich nicht schulen. Ja? Deswegen wäre das jetzt eine Ausnahme, dann habe ich was falsch gemacht. Ja? Wenn ich allen Leuten, die diese App da auf dem Telefon verwenden, zeigen müsste, wie die zu verwenden ist, dann habe ich was falsch gemacht. Das hier ist natürlich insbesondere bei komplexen Software-Systemen, bei Expertensystemen, bei irgendwas, was halt im Unternehmenskontext stattfindet. Aber natürlich auch, wir haben aktuell ein Forschungsprojekt, also die Octavia zusammen mit der Uni und einem anderen Industriepartner.
Dort wird auch eine Handy-App entwickelt. Tatsächlich ist das aber auch ein Expertensystem. Und dort finden dann auch oder sollen auch End-User-Schulungen stattfinden. Und zwar von den Leuten, die am Ende diese Software benutzen sollen. Weil tatsächlich ist das nicht trivial. Gut, klar, warum sollte man eine End-User-Schulung machen? Das ist einer der wichtigsten Schritte sozusagen, um dann am Ende das System erfolgreich zu implementieren, weil es hört halt eben nicht auf, wenn ich das rein technisch umgesetzt habe, sondern damit das am Ende verwendet wird, muss ich natürlich die Leute auch dazu kriegen, dass sie das können. Mehr Sicherheit in der Nutzung erzeugen, klar, auch logisch. Ja. Vielleicht nochmal ein Punkt zu dem letzten. Was man auch machen kann, ist, ich glaube, mit dem die Schulung durch das Projektteammitglied, das ist, glaube ich, klar. Manchmal skaliert das aber nicht. Ja, wenn ihr jetzt irgendwie eine Anwendung ausrollt in einem Unternehmen mit irgendwie 500 Mitarbeitern, was auch schon nicht so viel sind, ja, also mein aktueller Kunde hat 17.500, aber machen wir mal einen kleinen Kunden, ja, mit 500 Mitarbeitern, dann könnt ihr die 500 Mitarbeiter nicht alleine schulen, weil es bringt nichts, wenn ihr euch in den Hörsaal setzt, hier in 16.03 und das einmal irgendwie durchklickt, das hilft in der Regel nicht. Ja, weil dann hättet ihr es auch aufzeichnen können und denen den YouTube-Link geben können. Das hätte es auch getan, aber das hilft halt nicht. Typischerweise, wenn ihr wollt, dass Leute das wirklich verstehen, müssen die Leute das wirklich machen. Ja, sie müssen das ausführen, sie müssen sich an den Rechner setzen, die müssen da durchklicken, die müssen verschiedene Szenarien durchklicken. Und das geht typischerweise ganz schlecht, wenn man das irgendwie in so einem großen Auditorium macht. Weil dann gibt es irgendwie Probleme, da muss man mal konkret gucken, ja, warum geht das jetzt bei dir nicht und bei allen anderen und so weiter und so fort. Was ihr dann machen könnt, ist, ihr könnt natürlich auch externe Trainer engagieren. Kommt jetzt gleich, kommen wir gleich noch bei diesem Punkt. Wenn ihr externe Trainer engagiert, auch klar, dann muss natürlich der Trainer auch erstmal trainiert werden, weil der hat ja von dem Kram eigentlich gar keine Ahnung. Ja? Plant das mit ein. So, generell erstmal End-User-Schulungen. Eigentlich gibt es nur Vorteile. Es gibt keine Nachteile bei End-User-Schulungen, abgesehen vielleicht von dem Zeit- und dem Geldaufwand. Klar, wenn euer Kunde sagt, oh ja, jetzt haben wir hier schon irgendwie 2 Millionen in das Projekt investiert und jetzt willst du nochmal 200.000 Euro oder so in End-User-Schulungen investieren, ich glaube, du hast den Schuss nicht gehört, dann müsst ihr leider sagen, ja, habe ich gehört, tatsächlich ist es aber so, es hilft ja nicht, wenn wir jetzt eine tolle Anwendung haben, die natürlich auch bestmöglichst sozusagen auch UX-technisch programmiert ist, aber wenn die am Ende kein Mensch benutzen will, weil er sich irgendwie nicht abgeholt fühlt. Ne? Wir hatten ja so dieses Change Management und User Akzeptanz. Das ist ein Teil davon. Genau. Gut, Best Practices, Punkt 1, Anwender verstehen. Ihr müsst eine Bedarfsanalyse durchführen. Das heißt, wenn ihr solche Schulungen anbieten wollt, entweder selbst oder ihr engagiert dafür einen externen Trainer, müsst ihr mindestens diese Punkte beachten. Ihr müsst erstmal eure Anwender verstehen. Ja, was sind denn das für Leute? Sind das beispielsweise eher ältere Menschen? Müsst ihr die vielleicht irgendwie in verschiedene Gruppen einteilen? Sind das Leute, die schon irgendwie 20 Jahre Erfahrung mit dem aktuellen Tool haben? Habt ihr eine Reihe von neuen Mitarbeitern? Und so weiter und so fort. Das heißt, ihr müsst eure Anwender selbst verstehen, um irgendwie schauen zu können, inwiefern macht es denn Sinn, vielleicht mehrere Trainer zu haben, vielleicht dann tatsächlich auch unterschiedliche Schulungssessions zu haben. Es kann ja sein, dass eure End-User auch einen verschiedenen Background haben. Ja? Wenn ihr denen irgendwie eine Finanzsoftware gebt, dann braucht ziemlich sicher jemand, der da irgendwie einen Steuerberater-Background hat, diesbezüglich etwas weniger Schulung als so jemand wie ich, ja, der irgendwie einen IT-Background hat und von diesem ganzen FI- und Controlling-Zeugs eigentlich nicht so viel versteht. Punkt ist, nicht alle Anwender sind gleich. Klare Schulungsziele kommunizieren. Ein konkretes Tool oder eine konkrete Methode, die man da anwenden kann, ist, wenn ihr dann konkret an dem die Schulung durchführt, solltet ihr das selbst mal machen, stellt mal so ein Flipchart auf, ja, und schreibt da Ziele drüber, also als Überschrift Ziele, und schreibt die Ziele auf. Ja. Und das Flipchart steht den ganzen Tag in der Ecke. Und man kann die ganze Zeit drauf gucken, damit sich die User immer wieder in Erinnerung rufen können, okay, warum sitze ich denn jetzt eigentlich hier? Was soll ich denn am Ende von dieser Schulung können? Und so ein Ziel könnte zum Beispiel sein, keine Ahnung, einmal komplett den Order-to-Cash-Prozess durchklicken können.
Auto Cache ist so eine spezielle SAP-Prozess sozusagen, den einmal durchklicken können. So, und wenn ich das geschafft habe, dann ist das Ziel erreicht. Budget und Terminplan kennen. Fangen wir doch mal bei dem Terminplan an. Wenn ihr wisst, wann das Go Live ist, dann wisst ihr dann irgendwie auch, wann eine Hypercare-Phase beginnt und wann der Regelbetrieb hoffentlich beginnt. Aber wichtig ist die Go-Live-Phase, weil spätestens dann müsst ihr mit den End-User-Schulungen durch sein, in aller Regel. Wenn ihr das nicht geschafft habt, lauft ihr Gefahr, dass ihr zwar produktiv seid, aber die Leute die Anwendung entweder gar nicht oder falsch verwenden. Und dann müsst ihr zurückrechnen. Ja? Nehmen wir mal an, ihr geht irgendwie am 28.02.2023 live und ihr müsst 500 User schulen. Dann könnt ihr überlegen, okay, ihr möchtet irgendwie 30 Leute jeweils pro Gruppe haben. Ne? Das heißt, ihr braucht da irgendwie, keine Ahnung, 30 Gruppen irgendwie so, weiß ich nicht, so und ihr habt 5 Trainer. Ne? Dann könnt ihr schon mal so ausrechnen, wann muss ich denn eigentlich starten, mit der Schulung starten, damit ich dann vor dem 28.02. mit meinen Schulungen durch bin. Ne? Zurückrechnen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann müsst ihr, wenn ihr das nicht selbst durchführen könnt, die Schulung, dann müsst ihr euch natürlich darum kümmern, um die externen Trainer, weil die liegen auch nicht auf der Straße. Die warten nicht, dass ihr endlich anruft und denen einen Auftrag gibt, sondern die haben zum Teil ein halbes Jahr oder ein Jahr Vorlauf. Ja? Das heißt, das kann unter Umständen ein ganz schön langer Prozess sein. Deswegen kennt euren Terminplan und natürlich auch das Budget. Ich habe ja gerade so eine Zahl in den Raum geworfen, 200.000, natürlich völlig aus der Luft gegriffen, ne? Aber macht euch klar, wie viel Budget ihr idealerweise bräuchtet, aber haltet das natürlich auch gegen das Budget, was euch / dem Kunden dann zur Verfügung steht. Und da muss man dann eben schauen, dass ihr das irgendwie übereinander gelegt bekommt. End-User-Feedback einfordern, klar. Fragt die User, wie sie zum einen das neue Produkt fanden, was sie da für Verbesserungen zu geben haben, bindet sie also mit ein, aber natürlich auch gern zu der Schulung selbst. Wenn ihr das jetzt extern vergebt, kann euch das egal sein, weil das ist dann Teil von dem externen Trainer. Aber wenn ihr das selbst durchführt, klar, ihr wollt ja auch immer noch was lernen. Ganz logisch. Okay, tatsächlich war es das jetzt für heute. Habt ihr bezüglich Hypercare, also Go Live, Hypercare, Regelbetrieb, End-User-Schulungen. Habt ihr da noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder so? Was wäre wert, wenn jetzt nach der Hypercare-Phase und dem Regelbetrieb noch irgendwelche Fehler auftreten sollten, die grob sind, wo auch wirklich die Entwickler dann schuld sind? Ja, müssen dann die Entwickler nochmal ran, quasi vertraglich gesehen, oder müssen wir einen neuen Vertrag machen? Ja. Ich wiederhole es für YouTube nochmal. Also die Frage war, was passiert, wenn die Hypercare-Phase vorbei ist, der Regelbetrieb läuft und dann treten irgendwelche Fehler auf, wo dann die Entwickler schuld sind. Also erstmal generell spreche ich persönlich nie gern von Schuld, klar, aber das tritt auf und es wird auftreten, garantiert. Das, was dann zuerst immer geklärt wird oder was der Kunde in der Regel immer versucht, ist zu sagen, okay, das ist ein Mangel. Ja, das hätte so eigentlich gar nicht passieren dürfen. Ja, das ist ein Bug. Was der Auftragnehmer, also ihr dann eben als diejenigen, die es umgesetzt habt, immer versuchen werdet, ist, ihr werdet sagen, nein, das ist by design. Das ist ein Change Request. So. Der Punkt ist halt einfach, wer bezahlt das denn jetzt? Dass das gemacht werden muss, okay, das steht vielleicht außer Frage. Die Frage ist eigentlich immer nur, wer bezahlt den Quatsch? Und da gibt es, wie gesagt, diese zwei verschiedenen Perspektiven. Das ist individuell. Da muss man dann eben schauen, was es dann da geht. Und was man dann häufig macht, ist irgendwie, entweder macht man das wirklich auf T&M-Basis, wo man dann eben sagt, ja, alles klar, ich habe mir das angeguckt, das ist ein Aufwand von, weiß ich nicht, einem Tag, einer Woche, einem Monat oder so. Und wir haben einen Stundensatz von so und bam. Ne? Meistens macht man das dann so. Viel anders geht das dann nicht. Und dann ist das halt so. Kommt vor. Aber meistens ist es dann diese Diskussion Change oder Bug. Ja, genau. Ist bei dir sein. Habt ihr noch weitere Fragen?
Gut, dann vielleicht ein ganz kleines bisschen Ausblick. Es gibt keine Hausaufgaben mehr. Das heißt, Hausaufgabe 11 war die letzte Aufgabe für BPE. Wir würfeln jetzt die Noten und ja, besprechen das dann natürlich nochmal mit der Fachgebietsleitung und hoffen dann, dass wir dann übernächste Woche oder so, ja, dass wir dann da so eine Tabelle, haben wir letztes Jahr, glaube ich, auch gemacht, so eine Tabelle mit Matrikelnummer und Note dann irgendwie auf den Blog stellen, sodass ihr dann da eben schauen könnt. Und im Zweifel kommt natürlich auf uns zu, wenn da irgendwas sein sollte. Aber wenn ihr irgendwas nicht versteht oder so, ich meine, im Prinzip könnt ihr es euch selbst ausrechnen, wie viele Punkte ihr habt, wie viele Punkte man hätte kriegen können. Was ihr nicht wisst, ist, wie unser Notenschlüssel ist. Aber das haben wir bisher immer hingekriegt. Wir haben nächste Woche noch eine Vorlesung. Das ist quasi die Wiederholungsvorlesung. Ist ziemlich spannend. Da würde ich mich ganz persönlich freuen, wenn da einfach vielleicht auch nochmal ein paar mehr Leute kommen. Einfach dann auch nochmal, damit man sich gesehen hat. Ja, das wäre mir persönlich wichtig. Ansonsten auch, ich habe jetzt leider keine Slide dafür, die packe ich nächste Woche nochmal aus. Auch gerne nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache, falls ihr noch einen Job sucht. Die Octavia nimmt auch immer sehr, sehr gerne studentische Hilfskräfte, falls ihr also noch nicht in einem Fachgebiet untergekommen sein solltet, was auch sehr gut ist, sondern vielleicht noch irgendwo in einer Drogerie oder Restaurant eurer Wahl jobbt, kommt zu uns. Wir haben die coolsten Büros und die coolsten Mitarbeiter. Und natürlich auch eine überdurchschnittliche Bezahlung. Ansonsten vielen, vielen Dank. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Schönen Abend noch. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.